Herzlich willkommen zur fünften Folge von Risen. Alter Luis, haben wir für eine Formation? Das weißt du gar nicht. Okay. Im Süden, das heißt da irgendwo. Ah, das ist ja. Schnauze. Fuck, das sind drei Stück. Nein! Was du hier sprichst, ja klar. Ja, wenn es um sein Leben geht, dann ist er wieder ganz schnell nüchtern. Ich muss ihm mehr Bier besorgen. Das ist eine Höhle, da gehe ich gleich hin. Was ist das? Achso. Was ist da? Oh, das ist ein fetter Wurm. Schaffe ich den? Was machst du denn da? Bleib mal unten hier, bitte. Okay. Schnell speichern. So viel Glück hat man nicht immer. Jetzt gehe ich in diese Höhle rein, aber ich glaube, ich weiß nicht. Soll ich da reingehen? Learning by doing, oder? Was haben wir da? Motten. Okay, Motten kann ich noch besiegen. Was soll das denn? Was? Okay, Motten kann ich besiegen. Ah! Oh fuck! Ich komme von hinten. Eine Spruchrolle kann jeder benutzen. Nautilus, Zauberspruch. Das sind stärkere Motten, aber bin ich auch schon schwächer. Leck mich.
Jungs. Schade. Schade. Kann ich alleine herlocken oder kommen wir als Team? Die kommen alle zusammen, alles klar. Oleg. 10 von Best. Was ist das? Eisenerz. Ah. Habe ich nicht gelernt. Okay. Was weiter? Kein Zauberspruch. Das wahrscheinlich noch nicht, was haben wir? Schwache magische Heilung. Und Lichtzauber, alles klar. Was ist das für ein Loch, Alter? Kann ich runtergehen, okay. Kann ich nicht mal Schlag aufladen oder sowas? Ich glaube, das hat keinen Sinn, dass er jetzt eine Minute, fünf Minuten sterben, oder? Ich spare mir die Lauf. Wo ist die da unten? Spare mir auch euch. Muss erst Ding lernen. Erdschürfen. Dann komme ich wieder. Ich glaube, wir können hier graben, oder? Kann das sein? Was ist das für ein Viech? Das ist doch Gehen, oder? Das ist da. Eine Moorleiche. Das sieht doch cool aus. Kaltes Herz. Dann Schläge machen und so weiter. Okay. Das ist cool. Es ist blöd, dass ich es jetzt nicht kann, aber es ist cool, dass ich es freischalten kann. Hol den Schatz raus, Junge. Komm, was Gutes. Altrang Fackelpokal. Wert 100.
Ah! Oh Gott, Gott sei Dank, Dank war es nur ein Junge. Enrico. Ahnenschutz. Schon muss ich ein Amulett geben oder sowas, oder? Entschuldigen Sie. Kiefermeißel will ich und Flügelschere will ich und Gold ist sie aus der Sky. Aha. Brauche ich Mistkabeln? Wahrscheinlich nicht. Komma zwei, was kostet Komma zwei?
Der Junge. Vorne ist so ein Retter oder sowas. Spann dich, Junge. Ah, hier. Das ist noch einer. Deine wertlose Halskette, die muss ich erstmal finden, auch wenn sie wertlos ist. Schon echt blöd für dich. Gebe ich dir mal das Fleisch ab. Wo ist die? Hallo, da. Betze sie alle später. Ja. Trinke nicht, aber egal. Was kann ich hier noch Schönes machen, eigentlich? Lärmpunkt auf 5, ach so. Lärmpunkt 20, stärker 25. Domingo, wo ist Domingo? Da ist Domingo.
krieg ich jetzt, wo krieg ich jetzt ein Bier her? Alkoholiker im Song. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich glaube, der wird richtig hart, oder? Fuck. Den schafft er nicht gut. Ja! Jetzt habe ich mein Bier zurückgeholt. Wo ist der Schwert hingeflogen? Der ist hier umgefallen, voll weggeprellt. Warte, er geht jetzt da vorne. Stärke und Axt kann ich dir beibringen, okay. Was ist eigentlich der Unterschied? Du kannst Waffen aus der Kugel schleppen, angreifen, parieren, drei Angriffsschläge miteinander kombinieren. Du kannst dasselbe und Stabkraft, okay. Schätze mal, wahrscheinlich sind Äxte langsamer, aber stärker, Schwerter sind schneller und schwächer, und Stäbe sind ganz langsam, aber hohe Reichweite. Hey, wo ist der? Wo hab ich gewettet hier? Ich krieg zwar noch Gold von dir. Ach so, okay. Ich hätte gedacht, Axt halt einfach noch stärker wahrscheinlich. Und langsamer als Schwerter. Aber ich hab noch keine. Nein. Ja, komm. Ich hab doch schon drei Stück besiegt. Besieg ich dich, dann muss ich noch den Fetzer da drüben besiegen. Dann bin ich hier der King im Dorf. Hab zwar nicht mal eine Rüstung und laufe rum wie der letzte Penner ohne Schuhe. Aber egal.
Der war ja leicht. Der war ja leicht. Ich finde gut, dass sie so, so schnell aufstehen, wie bei Gothic, wo du drei Minuten warten musst. Oh nein, ich habe nicht genug Gold. Wie viel Gold habe ich? Oh Mann. Wie viel fehlt mir dazu? 31. Okay. Banditen, die Arbeit verboten, Spiele, Gold verschollen. Machtgerang, Schutz vor Geistern. Aha. Steht da irgendwas? Das Grüne ist der Questgeber. Alles klar. Schutz vor Geistern. Da muss ich so ein Amulett besorgen. Wo finde ich das? Geh mal da hoch. Da war ich noch nicht. Wer bist denn du? Da. Diese Halskette. Oh, ich habe ein besseres Schild. Ja, ich habe noch eine Halskette verkauft. Eigentlich habe ich noch keine Halskette verkauft, das soll das schon sein. Ich schau einfach mal. Alter. Lol. Voll in das Viech reingesprungen. Hab's gar nicht gesehen. Das ist voll getan in diesem Wasser. Ach komm. Die Vier kann echt schwer eigentlich.
Ich habe doch, bis jetzt nur den Händler, nur da den Händler vorne, da gehandelt, vorne oder? Gehandelt, oder? Der einzige Händler, der einzige Händler, der im Einfeld, mit dem ich jemals gehandelt hätte. Habe ich die ausgeraubt? Ja, habe ich. Aus der Truhe sagst du? Also eigentlich habe ich bis jetzt nur mit diesem Typen hier vorne gehandelt. Das heißt, wenn ich die Kette verkauft hätte, müsste er sie jetzt haben. Er hat einen Ring. Er hat keine Ketten. Okay. Vielleicht in der Höhle, wo die Motten sind. Vielleicht, ein bisschen, ja. Naja. Dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge und nächste Folge schauen wir halt mal, ob wir eine Halskette finden. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo da und schalte zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.